Also der österreichische Journalistenclub steht ACTA sehr kritisch gegenüber. Der Hintergrund ist, dass die Frage der Urheberrechte prinzipiell derzeit im Rahmen der Europäischen Union gegen die Autoren und eher für die Verlage geht. Was wir daher wollen, ist der Schutz der Autoren im Rahmen eines Urheberrechts und eigentlich die Ablehnung des Copyright-Rechts. Die Tendenzen, die wir derzeit im Rahmen der Europäischen Union haben, sind die, dass durch einen starken Lobbyismus der Verlage die Copyrights eingeführt werden sollen. Copyright hat aber damit zu tun, dass die Urheberrechte damit an die Verlage gehen und weniger an die Autoren. Der Sinn der ganzen Geschichte ist daher, den Autoren das zuzugestehen, was ihnen ist, nämlich dass sie die Schöpfer des geistigen Eigentums sind. Der ÖC hat ja schon eine grundsätzliche Stellungnahme zum Thema ACTA abgegeben. Wir werden uns aber nicht nur mit dem Thema ACTA beschäftigen, sondern auch mit der Frage des Urheberrechts an sich. Es kommt eine weitere Richtlinie, eine weitere Urheberrechtslinie aus Brüssel in den nächsten Wochen daher. Diese gilt es genauso abzulehnen, weil die Tendenzen, die da drinnen sind, genauso schlimm sind, wie die in ACTA sind. ACTA ist ja eigentlich ein Freihandelsabkommen nur. Und unter dem Vorwand eines Freihandels und der Regulierung des Freihandels werden die Urheberrechte beschränkt. In der Urheberrechtsrichtlinie geht es direkt bereits um die Urheberrechte der Autoren. Und daher ist es noch viel dramatischer in Wirklichkeit für Autoren. Was wir durchsetzen müssen als Autoren, und Journalisten gehören zu Autoren dazu, ist, dass die Urheberrechte, die Gestaltungsrechte bei uns bleiben und nicht an die Verlage. Weil sie ACTA als Freihandelsabkommen sehen oder als Handelsabkommen sehen. Freihandelsabkommen ist es ja auch nicht so richtig, aber als Handelsabkommen sehen. Das ist es aber nur zum Teil. Es liegen dahinter strenge wirtschaftliche Überlegungen von in Wirklichkeit zwei Ländern, nämlich von Japan und von den USA. Und es liegen keine Interessen von Europa dahinter, das muss man deutlich sagen. Viele glauben, wir haben als Europäer Interessen. Wir haben als Europäer in der ganzen Geschichte gar keine Interessen. Sondern es ist wieder mal der Versuch von Amerika oder auch mit Japan gemeinsam, mit der großen Produzenten dort, Einfluss zu nehmen auf das, was im Rest der Welt geschieht. Und dazu gehört aber, ich glaube, dass hier die öffentlich-rechtlichen Rundfunkstationen sich genau überlegen sollten in der Zukunft, wessen Kind sie sind und welchen Auftrag sie haben. Sie haben nämlich den Auftrag vom Volk. Und daher haben sie auch die Interessen des Volkes zu vertreten und nicht die Interessen der Verlage. Ich verstehe schon, dass eine Rundfunkanstalt natürlich sagt, ich habe auch Verlagsinteressen, logisch. Aber hier ist die Frage, wessen Kind bin ich, also welchen Auftrag habe ich zu erfüllen? Und hier, glaube ich, sollten sich gerade die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten genau überlegen, dass sie eigentlich Vertreter des Volkes sein sollten. Ich glaube, wir sollten generell, oder umgekehrt, man müsste die Frage der Verwertungsagenturen angehen. Die Verwertungsagenturen haben natürlich gerade in der Nachkriegszeit einen sehr großen Sinn gehabt. Sie waren eigentlich der Überlebensträger, gerade der Autoren. Es könnte es sein, dass die Verwertungsagenturen, so wie sie heute gebaut sind, nicht mehr ganz aktuell sind. Und da könnte man sozusagen wieder schließen und sagen, vielleicht müssen wir in Europa dahin kommen, europäische Urheberrechtsgesellschaften, die einen europäischen Urheberrechtsschutz auch garantieren für die Autoren, zu bauen. Ich glaube, es ist zu klein gedacht, dass wir sagen, Österreich hat seine Verwertungsgesellschaft, Deutschland hat seine GEMA und ähnliches mehr. Hier ist eine Europäisierung notwendig. Wir müssen als Europa auftreten und wir dürfen nicht mehr als Nationalstaaten auftreten. Und gerade im Urheberrecht wird das sehr deutlich werden, dass nämlich die Zukunft liegen wird im europäischen Urheberrecht und nicht im nationalen Urheberrecht.